Das beschauliche Waldviertel in Niederösterreich. Ein gutes Pflaster offensichtlich für deutsche Golfer, denn die Niederösterreich Open standen ganz im Zeichen zweier deutscher Golfer. Sebastian Buhl zum einen hier unter Druck. Dieser 13-Meter-Putt musste für die Verlängerung fallen und er fiel. Damit das rein deutsche Stechen zwischen Buhl und dem zweiten Deutschen, Alan Jo. Am ersten Loch der Verlängerung beide mit Par, dann am zweiten Extraloch die Entscheidung. Alan Jo hier mit einem nicht ganz optimalen Abschlag trifft das Grün nicht so, wie er sich das sicherlich selbst vorgestellt hat. Anders sein Kontrahent Sebastian Buhl. Er setzte den Ball nahezu perfekt aufs Grün, Buhl damit in der deutlich besseren Ausgangsposition. Aber Jo ließ nicht locker. Hier ein starker Putt. Und Buhl damit unter Zugzwang. Und der 26-jährige Bayer zeigte Nerven. Alan Jo damit mit seinem ersten Sieg als Profi und zugleich Platz 5 bei der Order of Merit der EPD Tour.